Guten Abend, ich bin der Wolfi aus dem Murtal in der schönen Steiermark, bin pensionierter Hals-Nasen-Ohrenarzt, 74 Jahre alt und suche auf diesem Weg meine Traumfrau. Was ist Ihre Traumfrau? Meine Traumfrau ist eine Frau, die sportlich ist, die sehr familienlieb ist, kinderlieb ist und mit der ich auf einer Wellenlänge dahin segeln kann. Wieso haben Sie die nicht? Ich habe 3 Traumfrauen schon gehabt. Aber wie es halt so im Leben ist, das verzweigt sich und die Wege gehen auseinander. Und jetzt versuche ich es aufs Neue. Wie viele Jahre ist es seit der letzten Traumfrau? Seit der letzten Traumfrau ist es 1 Jahr. Und die Einsamkeit ist schon ganz drückend? Ja, die ist sehr drückend. Ich sehne mich schon sehr nach Zweisamkeit. Wie war denn Ihre erste Ehe? Meine erste Ehe war sehr schön. Sie hat 17 Jahre gedauert. Ich habe 2 tolle Söhne von dieser Ehe, wobei mir einer schon einen Enkel geschenkt hat und der zweite jetzt gerade dabei ist. Bravo. Und die zweite Ehe? Die zweite Ehe, da war die Frau wesentlich jünger als ich. Die war auch sehr schön, es war auch für mich eine Traumfrau. Und da hat sich's dann auch so ergeben, andere Interessen und auf einmal war es nicht mehr das, was es sein sollte und wir haben die Reißleine gezogen. Wer hat wen betrogen? Betrogen haben wir uns erst nach der Ehe. Und die dritte Ehe? Die dritte war keine Ehe, sondern eine Fernbeziehung. Das war auch meine Traumfrau und die hat dann auch so geendet wie die 2 anderen. Aus der zweiten Ehe habe ich noch eine Tochter, eine große, bitte, die ist 22. Also und haben Sie mit der Kontakt? Sehr viel Kontakt, ja. Und sind Sie zufrieden mit allen Kindern? Ich bin mit allen Kindern sehr zufrieden, ich bin sehr stolz auf die Kinder. Wie oft in Ihrem Leben waren Sie verliebt? Ich glaube, sehr oft. Ja, also mindestens 5-mal. Einfach so, zack? Ja, zack, da geht das schnell. Ich bin sehr gefühlsbetont. Und was macht Sie so gefühlsbetont? Naja, schöne Anlässe, da kann ich weinen, sprich eine Heirat meiner Kinder, aber auch eine bestandene Prüfung meiner Tochter bringt mir Tränen aus den Augen. Oder auch natürlich, wenn etwas Schlimmes passiert, wenn eine Erkrankung stattfindet, dann bin ich auch in höchster Sorge und kann es auch zum Weinen kommen. Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Naja, nach der Verabschiedung meiner letzten Partnerin vor einem Dreivierteljahr, ja, da habe ich schon geweint auch. Ja. Wie hat sie sich getrennt? Anständig oder unanständig? Anständig, sehr, sehr anständig. Wir sind auch im Gespräch nach wie vor. Also wir können gut miteinander. Aber sie hat gesagt, jetzt ist es aus. Was hat ihr gefehlt? Dass jemand mehr sich einbringt in ihren Haushalt, in ihr Leben. Ich war ja doch als Fernbeziehungsmensch nicht so präsent die ganze Zeit. Und Sie wollten nicht zusammenziehen? Oder Sie wollten nicht zusammenziehen? Ja, wir haben einmal versucht zusammenzuziehen, da bin ich hinausgezogen, bin aber dann nach 1 Jahr oder 2 Jahren wieder ausgezogen. Warum? Weil sie es wollte. Das war ja dann zu eng, oder? War ja zu eng, ja. Und das andere war ja zu fern. Ja. Haben Sie sich ausgekannt dann? Haben Sie es verstanden? Ja, nicht ganz. Ist richtig. Aber so ist es halt. So ist es, gell? Ja. People
Was ist diese Traumfrau? Sie darf ruhig etwas jünger sein als ich. Sie ist so, dass ich also mit ihr überall hin kann. Wir können auch zusammen sporteln. Ich spiele noch recht gerne Tennis. Reisen, da kann ich gleich dazu sagen, ich spreche außer Englisch ganz gut Italienisch und ein bisschen Französisch, sodass wir überall gut zurechtkommen werden mit Reisen. Dann natürlich kulturelle Events besuchen, aber auch ausgehen und am Abend auch ein gemütliches Abendessen, entweder in einem Lokal oder auch zu Hause. Auch zu Hause mal in Ruhe, nicht nur einmal, oft zusammensitzen und ein Glas Wein trinken, ein Glas Rotwein, das ist was Feines. Also solche Sachen stelle ich mir vor, also dass wir gemeinsam das Schöne erleben und natürlich auch das Schlechte, was kommen wird oder was nicht kommen möge. Wie viel jünger sollte sie sein? Naja, ich würde so sagen, 5 bis 10 Jahre ist ein schöner Sprung. Das müsste gehen. Ja, das ist eh bescheiden. Ja, ja, ja. Waren Ihre Wünsche früher unbescheidener? Waren unbescheidener, ja. Und wieso sind Sie jetzt so bescheiden geworden? Ja, weil ich einsehe, dass dann das Auseinandergehen viel leichter vonstatten geht, wenn der Abstand zu groß ist. Das ist schon ein Grund, dass beide unzufrieden werden mit der Zeit. Also das will ich nicht mehr. Ich will mit dem Partner gemeinsam alles viele, viele Jahre erleben noch. Und wollen Sie noch einmal heiraten? Ist nicht ausgeschlossen, ohne weiteres möglich. Also alle Dinge sind 4 bei Ihnen? Ja. Ja? Ja.